Ich bin Alice Hietbrink, ich bin Maler und Lackiererin und mache meine Ausbildung im Malerfachbetrieb Dietmar-Rainer. Meine Aufgaben sind recht vielfältig. Normale Malerarbeiten, wie zum Beispiel jetzt streichen, lackieren, lasieren, dann halt zum Beispiel verputzen, spachteln und normale Bodendicksarbeiten. Zum einen sollte man ein gutes Farbgefühl mitbringen, da man halt Farbtöne auch möglichst nah nachmischen sollte. Dann halt auch Schwindelfreiheit, da man zum Beispiel auf einem Gerüst arbeiten muss oder halt auf größeren Leitern. Ich bin auf diesen Beruf aufmerksam geworden durch meinen Vater, da er diesen Beruf auch bereits erlernt hat. Ich habe mich gegen ein Studium entschieden, weil ich etwas Praktisches und Kreatives machen wollte und jetzt nicht den ganzen Tag rumsitzen wollte. Also nach der abgeschlossenen Ausbildung kann man recht viel machen. Zum Beispiel arbeitet man normal dann halt als Gesellin weiter. Man kann den Meister dranhängen, man kann danach noch ein Studium machen, zum Beispiel im Bereich Restauration oder Farbdesign. Oder man spezialisiert sich halt auf einzelne Felder, zum Beispiel halt auch Restauration, oder man kann Fachberater werden. Mein täglicher Ansporn ist es, dass man etwas Kreatives und Künstlerisches machen kann, mit Farben arbeiten kann und am Ende des Tages auch sieht, was man gemacht hat.